Jetzt ratet mal, wer aktueller Top-Torschütze in unserer Mannschaft ist. Natürlich, es ist Julius Bender, der linke Außenverteidiger. Servus oder so und herzlich willkommen zu einer absolut geilen FC Hansus Karrierefolge. Ihr werdet es lieben, denn heute wird so einiges umgestellt. Wir tüfteln so richtig krass am Kader und dafür habe ich auch direkt schon diese wunderschöne Taktikvorlage angelegt. Denn auf euren Wunsch hin wechseln wir jetzt doch zu einer Viererkette. Haben ja sonst immer Fünferkette gespielt, das gehört jetzt der Vergangenheit an. Im Allgemeinen ist unsere Taktik dadurch auch etwas offensiver geworden. Aber das heißt halt jetzt auch, dass wir die komplette Kaderstruktur umbauen müssen. Vergesst übrigens nicht den Daumen auf dem Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Im Tor setzen wir natürlich weiterhin auf Christian Früchtle und verpassen dem dementsprechend natürlich die Trikotnummer 1. Winkler wird uns verlassen, die beiden linken Außenverteidiger müssen natürlich umtrainiert werden zu normalen Verteidigern, also halt von LAV zu LV. Das dauert zum Glück nicht lange, Innenverteidiger benötigen wir jetzt nicht mehr so viel. Vorher wollte ich ja 6 Stück haben, jetzt reichen 4 vollkommen aus. Deshalb setze ich Bachmann und den 31-jährigen Kilian Wolf auf die Transferliste. Rechts hinten dann wieder das gleiche wie links hinten zum RV trainieren. Wobei ich Palami eigentlich auch gleich verkaufen kann, denn wir wollen da ja dann auf Alvarez setzen, der mittlerweile auch 16 Jahre alt ist, den ich natürlich auch zum RV umtrainiere. Der Henrik Groß da ist auf der Leihliste, aber den können wir eigentlich auch direkt verkaufen, aus dem wird nichts mehr. Zentrale Mittelfeldspieler brauchen wir immer noch 4. Aktuell haben wir da 5. Ich streiche Bergmann aber von der Leihliste runter und wandle Marius Marin, weil es bei dem am schnellsten geht, zum defensiven Mittelfeldspieler um. Weil für die Position brauchen wir ja jetzt für die Systemumstellung auch Leute. Aber dann passt da direkt alles. Viel interessanter wird es jetzt nochmal im offensiven Mittelfeld. Da soll ich unbedingt das Potenzial von Jan Ludwig checken. Und der zeigt immerhin mal noch großes Potenzial. Dennoch kommt er auf die Leihliste, weil ihr einfach unbedingt Alex Branko, unser ultimatives Megatalent bis hierhin, in der Startelf sehen wollt. Ich befördere den Jungen zum Profi, pack ihn in die Startelf rein. Der hat natürlich auch Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Und ich stelle ihm direkt einen Entwicklungsplan ein. Trainiere ihn auf die 5-Sterne-Spezialwegen hoch. Ich meine, es ist immerhin Brasilianer. Damit bleibt jetzt nur noch eine einzige Position übrig. Und das sind natürlich die Stürmer. Ich glaube, ich verkaufe Sascha Bachmann. Denn wir haben ja sowieso Ache und Koch. Und ich würde gerne noch einen Stürmer dazu kaufen. Einfach weil der Potenzial nach oben besteht und wir ordentlich Budget übrig haben. Also ihr merkt schon, es passiert so extrem viel in dieser Episode. Aber wir sind ja immer noch gerade mal am Anfang. Denn jetzt geht's zu euren Transfervorschlägen. Los geht's da mit Maxim Hüllit, dem Sohn von Ruud Hüllit. Der nächste Kandidat ist Ridwan Yilmaz. Es folgt Kerim Çalhanoğlu, dann Minos Guras. Und zu guter Letzt Rico Henry, Martin Friedek und Viktor Guzman. Problem ist jetzt halt nur, dass ich die alle aktuell nicht scouten kann. Also zumindest die, die nicht in Deutschland spielen. Weil unsere Scouts damit ausgelastet sind, die freien Spieler zu scouten. Und apropos freie Spieler, es gibt ja diesen Charles Arangis, der als defensiver Mittelfeldspieler perfekt in unser System reinpasst. Und auch in den Kommentaren habe ich gelesen, dass ihr den Typen sehen wollt. Und deshalb werde ich ihn kontaktieren. Ich denke, das ist echt ein geiler Deal. Ich weiß, es ist ein 33-Jähriger, aber er hat sowas von die Qualität. Er hilft uns so extrem weiter. Und gerade das will man doch auch so zur Abwechslung einfach mal sehen. Dass man nicht nur die ganze Zeit junge Talente verpflichtet, sondern halt auch mal einen älteren Spieler, der so ein bisschen Erfahrung reinbringt in das Ganze. Und er ist natürlich nur eine Übergangslösung. Auf lange Sicht wird er natürlich ersetzt werden. Aber jetzt erstmal haben wir Charles Arangis einfach beim FC Hansus im Mittelfeld. Der Typ ist für die zweite Liga eine absolute Granate. Und wenn du so einen holen kannst, dann musst du es einfach tun. Wir können ja nicht ernsthaft mit Marin auflaufen. Arangis ist so viel besser. Ach, und bei den Transfervorschlägen habe ich übrigens Luca Itter vergessen. Das Gute ist halt auch, dass wir kaum Geld ausgeben mussten für Arangis. Es bleibt immer noch ein dickes Transferbudget. Ich muss jetzt aber natürlich erstmal warten, bis die neuen Kandidaten gescoutet sind. Und in der Zwischenzeit treten wir mit Charles Arangis gegen Karlsruhe an in der Schnellsimulation und verlieren mit 3-1. Das tut weh. Also bis hierhin läuft es auch überhaupt nicht in der Saison. Aber deshalb muss halt auch was passieren auf dem Transfermarkt. Wir haben 7
7 neue Nachrichten. Ach, und ganz viele davon sind von Spielern, die mit uns sprechen wollen, weil wir sie auf die Transferliste gesetzt haben. Alex Branco meldet sich auch direkt, sagt, dass er davon geträumt hat, in der Startelf zu stehen. Und ich weiß, dass von dem Jungen noch einiges kommen wird. Ey, passender könnte so eine Antwort gar nicht sein. Winkler ist ausgeliehen. Und dann haben wir noch ein Angebot für Hahn und für Gasch. Die will ich aber eigentlich alle beide nicht abgeben. Ich verhandle natürlich trotzdem. Aber es ist davon auszugehen, dass daraus nichts wird. Ja, bei Gasch auf alle Fälle schon mal. Aber bei Leo Hahn nicht. 6,5 Millionen. Der Typ ist gerade mal 3,2 wert. Wie soll ich da bitte widerstehen? Der Typ ist zwar Stammspieler, aber der Gashi auf der Bank ist jetzt nicht so viel schlechter. Und trotzdem wird uns das natürlich die Möglichkeit geben, dann nochmal ein Upgrade zu kaufen. Ey, was ist denn bitte los hier? Dazu kommen jetzt die ersten österreichischen Talente rein. Sieht aber, glaube ich, keiner so richtig krass aus. Nee, die zwei kann man ja noch drin lassen. Vielleicht wird es hier ja besser. Ja, doch den Kollegen Emil Peters muss man haben. Den kann man weiter beobachten. Der muss raus. Und Lukas Schulz, ey. Also ich finde nicht, dass es dieses Jahr irgendwie schwieriger geworden ist, Talente zu finden. Da haben wir immer noch richtig, richtig viele am Start. Und ich muss die Scouts wieder losschicken. Einer davon geht natürlich wieder nach Deutschland. Das ist eh klar. Das steht außer Frage. Den anderen Scout lasse ich jetzt erstmal noch hier, damit ihr mir in die Kommentare reinschreiben könnt, wo ich den hinschicken soll. Jawohl, jetzt sind endlich die ganzen freien Spieler gescoutet. Und es ist das nächste Angebot für Leo Hahn da. Vielleicht kann ich da ja sogar mehr rausholen als beim anderen Angebot. Ja, die zahlen jetzt sogar 6,8. Ich denke aber trotzdem, dass der andere Deal zum Abschluss kommen wird. Also, dass er zu Kiel wechselt dann. Jetzt muss ich mir natürlich die ganzen freien Spieler mal eben durchschauen. Aber der ist schon kein freier Spieler mehr, der hier. Die richtig guten sind natürlich sehr schnell weg. Also, da war jetzt kein einziger dabei, bei dem ich sagte, den müsste man unbedingt holen. Am interessantesten waren noch die drei hier, weil sie halt relativ jung sind und eine hohe Gesamtstärke haben. Da könnt ihr mir ja gerne mal eure Meinung zu den Kollegen in die Kommentare reinschreiben. Dann hole ich die vielleicht in der nächsten Episode dann. Wie erwartet, Hahn ist verkauft und er wechselt zu Holstein Kiel. Ey, was soll ich denn mit dem ganzen Geld machen, ey? Vor allem muss ich jetzt aber mal die ganzen Spiele hier scouten, ne? Zum Glück kann man das ja jetzt auch endlich direkt über die Wunschliste machen. Das ist auch so ein kleines verstecktes Feature, was schon echt sehr praktisch ist. Pokalspiel, die erste Runde und wir treffen auf den TSV Havelse, einen der schlechteren Teams aus der dritten Liga. Also da sind wir jetzt schon ganz klarer Favorit. Und ihr wolltet auch, dass ich das Spiel selbst zocke. Das heißt, ich kann im Prinzip nur auf die Schnauze fliegen. Die haben auf alle Fälle die Abstimmung gewonnen. Gegen Nürnberg werde ich dann wahrscheinlich normal simulieren. Mal schauen. Jetzt aber rein da. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie großartig rotiert oder so, weil ich halt genau weiß, wie knapp das werden kann. Auch wenn der Gegner vielleicht jetzt auf dem Papier nicht der allerstärkste ist. Man hat auch gerade nochmal lesen können, dass Bender in den letzten 3 Spielen 3 Tore erzielt hat. Und das ist halt unser Linksverteidiger. Aber gut, da haben wir halt auch noch Dreier- bzw. Fünferkette gespielt. Aber die Zeiten sind vorbei. Ab sofort stellen wir nur noch 4 Verteidiger aufs Feld. Es ist das Debüt von Arangis. Zumindest jetzt mal, was die selbstgezockten Spiele angeht. Branco werden wir zum ersten Mal spielen sehen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Noch schnell die Aufstellung unseres Gegners. Die müssen wir einfach schlagen. Auf geht's FC Hansus. Mal sehen, wie gut ich mit dem neuen Spielsystem klarkomme. Wir legen direkt gut los. Das ist Branco und der fällt direkt rein. 4. Minute. Was ein Auftakt. Alex Branco trifft direkt. Ich frage mich nur, warum der keine Nummer hinten auf dem Trikot hat. Bei allen anderen steht der Name drauf und eine Nummer und bei ihm ist einfach gar nichts hinten zu finden. Arangis legt den auf und Branco mit dem traumhaften Abschluss. Es steht früh 1:0. Perfekter Beginn einfach. Aber ihr wisst, das heißt rein gar nichts. Bender legt den wieder zu Branco und wenn der jetzt nochmal trifft, vielleicht soll ich das mit den Time Finishes auch besser lassen. Mit denen könnte es ein bisschen zu OP werden. Wenn ich da dann immer aus der zweiten Reihe abziehe. Gasch legt den nochmal rüber für Bender und der braucht ein bisschen zu lange, um zu flanken. Die Ecke danach kommt auf den Schädel von Ache. Das 2:0 lässt so ein bisschen auf sich warten und auf der anderen Seite trifft Havelse direkt mit der ersten Chance. Ich habe ja gesagt, hier ist noch rein gar nichts entschieden. Die kombinieren sich da rein in den 16er. Der Schuss kann nicht mehr geblockt werden und ich finde auch Früchtel sah da nicht wirklich gut aus. Der war schon haltbar irgendwie. Am besten wir antworten jetzt direkt und nehmen dadurch direkt die Luft raus. Für den Gegner nicht, dass die denken, dass die hier irgendwas reißen können. Ausgerechnet Charles Arangis, Mann, trifft hier per Kopf.
Es sind die Debütanten, die uns hier zur Halbzeitführung schießen. Wenn jetzt Ache auch noch trifft, der trifft auch noch. Es müsste eigentlich schon längst Halbzeitpause sein. Aber der Schiri will nicht abweifen. Und das nutzen wir natürlich aus. Jetzt ist Halbzeit. Und wir führen verdient mit 3:1. Einfach genauso weitermachen in der zweiten Halbzeit. Dann könnte das sogar noch eine entspannte Geschichte werden. Dann kann ich ein bisschen durchrotieren. Das wäre doch eigentlich sehr, sehr geil. Also man merkt den Qualitätsunterschied dann doch. Mittlerweile 74. Dreifachwechsel beim FC Hansos. Muss aber schon sagen, dass jetzt in der zweiten Halbzeit mittlerweile echt relativ wenig für uns nach vorne geht. Jetzt läuft mal der frisch eingewechselte Seidel, bringt den wunderbar rüber. Da ist ganz viel Platz, aber solche Pässe, ne? Das macht die Szene direkt wieder kaputt. Hase in die lange Ecke, da ist es ja. 4:1, es trifft heute nicht der linke Außenverteidiger, sondern dieses Mal der rechte. Genau so haben wir uns das doch vorgestellt. Aber warum ist jetzt auf einmal die Mitte so offen, ey? Was haben unsere Innenverteidiger da bitte gemacht? Schaut euch das mal an. Aber egal, Hauptsache wir gewinnen das Spiel am Ende. Waren auch nie unter wirklich großer Bedrängnis. 4:2 und wir sind damit in der zweiten Pokalrunde angekommen. Und kurz so ein bisschen Feedback zum neuen System, den neuen Spielern. Hat schon alles sehr, sehr positiv und stimmig gewirkt gerade. Vor allem Arangis im defensiven Mittelfeld fand ich absolut brutal, weil der so flink und beweglich da unterwegs ist. Da kann man gut die Bälle abfangen. Palami kann jetzt endlich zum Rechtsverteidiger werden. Aber es sollte jetzt nicht der einzige Spieler sein, den wir umwandeln können. Genau. Hase wird auch ein Rechtsverteidiger. Marin wird zum defensiven Mittelfeldspieler. Alvarez zum Rechtsverteidiger. Der geht sogar hoch. Bender zum Linksverteidiger. Genauso wie Winkler. Leider ist nur ein Spieler hochgegangen. Aber das war ja auch der wichtigste eigentlich. Und warte mal. Ja, doch, er hat noch eine 65. Soll ich den jetzt schon hochziehen? Ich denke schon, oder? Hätte ich eigentlich direkt machen können. Keine Ahnung, warum ich noch gewartet habe. Wir befördern also auch unser anderes brutales brasilianisches Megatalent zum Profi und machen ihn natürlich zum Stammspieler. Also es ist schon durchaus mutig, da Alvarez und Franco die ganze Zeit spielen zu lassen. Aber da müssen halt die Leute außenrum richtig gut sein. Gegen Nürnberg habe ich ja versprochen, normale Simulation, um dann vielleicht später eingreifen zu können. Aber vielleicht richtet die neue Taktik das ja auch einfach schon ohne mich. Defensiv stehen wir auf alle Fälle ganz gut bis hierhin, aber nach vorne geht noch relativ wenig. Da ist das 0-0 zur Pause die logische Konsequenz. Aber dann kommt Koch. 58. Minute. Der FC Hansos geht mit 1:0 auswärts in Nürnberg in Führung. Und das wäre ein fantastisches Ergebnis für uns. 20 Minuten sind jetzt noch zu spielen ungefähr. Die Auswechslungen habe ich gerade schon eingestellt. Der stand zum Glück im Abseits. Komm, jetzt springe ich rein in die Partie. Für die letzten 15 Minuten muss ich dieses Ergebnis mal mindestens halten. Allein für die Spannung ist es, denke ich, ganz interessant. Komm, Früchtel, fang den Ball einfach. Den hat er aber jetzt, jawohl. Das war schon mal direkt ein bisschen unnötig knapp. Und jetzt geht Koch ab. Aber der ist halt kein Linksfuß. Ich muss es trotzdem versuchen. Und er geht auch trotzdem rein. Koch sogar noch mit dem 2:0 in der 85. Nee, dieses neue Spielsystem, Mann. Das ist so viel einfacher als mit Fünferkette. Da habe ich zumindest das Gefühl bis jetzt. Gerade weil die Mitte halt auch so schön dicht ist mit den drei zentralen Mittelfeldspielern. Komm, Schiri, pfeif ab. Jawohl, wir gewinnen in Nürnberg. Wie stark ist das denn bitte? Und es ist halt ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Endlich mal 3 Punkte geholt. So richtig rosig sieht es jetzt da noch in der Tabelle auch nicht aus. Wir sind gerade mal 14. Alvarez bedankt sich. Er hat davon geträumt, in der Startelf zu stehen. Also das Gleiche, was vorhin auch schon Branco gesagt hat. Arangis hat halt jetzt schon eine Gesamtstärke verloren. Aber der spielt sich trotzdem absolut überragend. Çalhanoğlu, Itter und Guras sind fertig gescoutet. Und das muss ja eigentlich schon noch passieren in der Episode, ne? Dass ich einen neuen Spieler kaufe. Aber von denen jetzt hilft uns halt keiner so richtig weiter. Am ehesten noch Itter mit seiner 71er Gesamtstärke. Guras passt gar nicht ins System. Und eine 71er Gesamtstärke, klar, aber das ist halt nicht besser als Bender. Da warte ich lieber noch die anderen Spieler ab. Also wenn, dann will ich die Mannschaft schon richtig verstärken. Deshalb wird jetzt gegen Bielefeld auch auf alle Fälle wieder schnell simuliert. 1:1 geht das aus, bin ich zufrieden mit. Ist ja immerhin Erstliga-Absteiger. Angebot für Barsukov. Den will ich jetzt aktuell eigentlich nicht verkaufen. Wolf wollen wir aber ja abgeben. Das könnte halt nochmal Geld einbringen. Die bieten uns so einen defensiven Mittelfeldspieler an, der 31 ist. Viel lieber hätte ich einfach nur Kohle. Und wir einigen uns direkt ganz schnell auf 1,3 Millionen. Hätte ich vielleicht mehr rausholen können. Aber ich bin vollkommen zufrieden mit der Summe. Noch ein Angebot für ihn. Das delegiere ich jetzt einfach, weil es wahrscheinlich sowieso egal ist. Die anderen werden schneller sein. Ja, nur einen Tag später ist er auch schon verkauft an Paris FC. Noch mehr Kohle von uns haben wir jetzt nicht
nicht unbedingt benötigt. Jetzt ist halt dann auch schon bald Deadline Day, ne? Und wir müssen das Geld unbedingt noch ausgeben. St. Pauli rein. Auch da wird schnell simuliert. Und wir gewinnen 2-0. Seidel trifft mal wieder. Und wir haben endlich Scouting-Abschlussberichte. Jawohl. Zu Guzman, zu Friedek, zu Henry, zu Yilmaz und zu Hüllit. Das sollten dann alle Spieler sein. Noch vor dem Transfer Deadline Day also. Wobei der halt echt nicht mehr weit weg ist. Boah, und dieser Henry hier, ne? Der kostet halt 9 Millionen Euro. Friedek ist schon 30 Jahre alt. Yilmaz spielt bei Juventus Turin, aber ist natürlich talentierter als Henry. Andererseits, wir haben die Kohle. Also ich glaube... Ja, ich versuche das jetzt in Henry zu investieren. Das war die reinste Zeitvergeudung. Ja was, die steigen direkt aus. Ich habe halt 8 Millionen geboten, weil ich mir dachte, vielleicht bekomme ich ihn ein bisschen günstiger. Aber das heißt, der Kollege fliegt leider raus. Und es wird wahrscheinlich Ridwan Yilmaz. Da biete ich jetzt auch mal besser direkt Marktwert und nicht runter. Und das würden die sogar akzeptieren. 3% Weiterverkaufsgebühr. Dann kann ich ja vielleicht sogar noch ein bisschen runtergehen auf 6 Millionen. Jawohl, 6 Millionen und 7% Weiterverkaufsgebühr. Das machen wir so. So schnell kann man einen neuen Linksverteidiger verpflichten. Einen sehr talentierten neuen Linksverteidiger. Kostet natürlich schon einiges an Gehalt jetzt. Aber es liegt halt daran, dass er von Juventus Turin kommt. Und die da natürlich ordentlich Geld bezahlen. Aber das war jetzt endlich mal so eine Verstärkung, wie ich sie haben wollte. Und ich werde wahrscheinlich noch eine gleich raushauen. Denn ich hole uns Viktor Guzman. Den habe ich mit Sicherheit auch noch nie geholt im Karrieremodus. Ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, 27 Jahre alt. Aber eine 76er Gesamtstärke. Ein Transfervorschlag von euch. Und der hat schon richtig geile, ausgeglichene Stats. Und wir mussten ja Leo Hahn irgendwie ersetzen. Das ist jetzt quasi die Verbesserung. Die Mannschaft wird stärker und stärker. So wollte ich das in der Episode sehen. Transferbudget-mäßig ist auch immer noch einiges da. Da kann man noch einen guten Spieler dazu holen auf alle Fälle. Das hat jetzt wieder ihr gefragt. Also macht mir Vorschläge. Es geht vor allem um die Position. Auf welcher sollen wir noch upgraden? Theoretisch sind ja auch noch ein paar Spieler auf der Transferliste. Also wir könnten auch noch mal Geld generieren. Gerade durch Sascha Bachmann. Deswegen liefert mir eure Ideen da unten. Votet Kommentare nach oben, wenn sie euch gefallen. Und vergesst dabei nicht, einen Daumen da zu lassen auf dem Video. Ich finde, es war eine richtig geile Folge. Es ist einiges passiert. Wir haben die Mannschaft krass verbessert. Wir hatten geile Spiele drin. Und genau so muss es jetzt weitergehen. In Sachen geile Spiele findet ihr wieder eine Abstimmung unten in der Videobeschreibung. Da packe ich euch Fürth, Paderborn 60, Dresden, Osnabrück, Kiel, Braunschweig und Aue rein. Pokal wird wahrscheinlich auch noch irgendwo hier dann sein. Aber das zocke ich sowieso selbst, weil ich weiß, dass es auch einfach die Abstimmung gewinnen würde. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ich habe Bock drauf. Euer. Wie zu Beginn versprochen, das war eine absolut geile Folge. Und ich finde, die Mannschaft entwickelt sich jetzt auch endlich mal in die richtige Richtung. Gerade so dieser Arangis-Transfer, den feiere ich halt extrem. Allein, weil er sich so extrem geil zocken lässt. Aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Hier das letzte Video, anderes Video, du weißt ja sowieso, wie das läuft.